Hallo und herzlich willkommen zur Train Fever Nordic DLC Folge 4. Es kam dann kein Train Fever mehr. Das hat mich geärgert. Und euch bestimmt auch. Darum sehen wir uns heute nochmal zu einer Let's Play Folge Train Fever, den Nordic DLC. Die Umfrage hat ergeben, dass ihr nicht nur noch das Nordic DLC sehen werdet, sondern ich bin gerade da am Arbeiten, dass ich diese Karte entwerfe. Das heißt, Karte entwerfe. Ich kann mich auch ein bisschen bewegen dazu hier. Upp, machen wir ein bisschen laden hier. So. So. Da gucken wir doch mal. Machen die Good Profit. Bevölkerung anschauen. Brumm, Moringen, Bad Aibling, Bad Bramstedt, Göppingen, Malberg, Pfarrkirchen. Bevölkerung ist die Stadt Pfarrkirchen. Sprich du doch mal bitte kurz hin, dankeschön. So. So. Jetzt gucke ich mich mal hier um. Achso, das ist die Stadt. Das ist die Stadt hier. Hier haben wir zwei Kopfbahnhof. Zwei Kopfbahnhof haben wir hier gebaut. So. Zwei Kopfbahnhof. Hilfe! Die Straße, mit der habe ich nichts zu tun irgendwie. Die steht wahrscheinlich immer wieder. Zumindest haben wir die jetzt erstmal hier geregelt. Die Bahnübergänge. Wir bauen ja irgendwann mal einen Tunnel drunter. Auch gut möglich, ne? Das ist ja auch ein bisschen misslungen. Na, erstmal egal. Geht das hier so rüber? Zwei gehen geradeaus. Und hier welche ab. Muss ich immer mal kurz mal ein bisschen schauen. Guten Tag. Ah, hier geht das so rüber, hier über so eine Brücke. Und das ist hier so ein Knick. Okay. Wir warten ganz viele am Bahnhof. Okay. Hier ist auch noch ein Zug auf der Strecke hier, auf dieser Brücke. Der ist aber gerade hier. Nee, wo ist er? Wo ist der Zug? Was ist das? Moringen. Hier ist nichts mit Moringen eingezeichnet. Kommt da der andere Zug her? Von hier oben. Ich glaube, hier wollten wir erst einen Zug draufsetzen. Nachdem wir hier, wo ja immer noch welche warten. Achso, das ist die Zugstrecke, die hier lang fährt. Okay. Da haben wir schon im Depot gesetzt, genau. Da werden wir uns in dieser Folge beschäftigen mit hier dieser Stadt. Da werden wir jetzt erstmal ein paar Linien bauen. Beziehungsweise die dazugehörigen Straßen immer zwischensetzen, dass wir auch ein paar Verbindungsstraßen haben. So. So, so, so. Können wir hier noch sagen. Und wir können auch die kleine nehmen, genau. Du kommst hier rein. Wir können auch hier noch eine Straße zwischenquetschen. Man kann auch hier noch eine Straße zwischenquetschen. So.
Irgendwie hier so raus, geht das? Super. Wurde das Haus abgebaut? Zeit für eine Straße. So. 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 Ein paar Busplätze. Hier kann man jetzt, nein, hier werde ich drauf. Noch ein paar Bäume hinsetzen, geht das irgendwie? Tannen. Kostet kein Geld. Also wenn die kein Geld kosten, ne? Also... finde ich ja cool. Aber ist irgendwie Winterfeeling weg, oder? Kann man ja immer mal hier so einen Baum mit reinbauen. Wie schaut das aus in Weiden? Nicht so prickelnd, ne? Ich habe jetzt gedacht, das ist eher, oh, guck mal hier, Lampen, Lampen. Ah, die leuchten ja nicht. Bänke. Guck mal, die kann man bestimmt auch drehen mit M und N. Ha. Hammer. Guck mal, manchmal kostet was und manchmal nichts. Was ist das denn? In die andere Richtung. So. Und ein Zaun irgendwie. Kann man ja so einen Zaun hinsetzen. So. Nee, Zaun. Bleib mal gerade. Muss mal gerade bleiben. Ein bisschen versetzt ist es schon. Ich gebe es zu. Aber es ist eben hier. Immer noch zwei Lämpchen hin und hier auch noch eine Lampe in die Mitte. So. Wie hier. Das passt schon. Was gibt's denn hier vor Zecks? Guck mal, das kann man ja einfach so irgendwo hinstellen, so als Museumsstück. Finde ich ja cool. Ah, das ist ja auch cool, oder? So, 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 so. Das kostet aber 2 Millionen. Warte, ich mache meine Straße weg. Was mit dieser Straße? Jetzt zwei Straßen weg. Oh. Andere Richtung. Also machen wir so hier vor an die Straße hier. So. Schaut doch cool aus, oder? Hier dann davor noch irgendwie sowas. So. Hier noch eventuell so ein paar Bänke davor. Mensch. Wartebänke. Kann man hier mit aufstellen. Warum nicht? Vielleicht setzt sich ja irgendwann mal hier jemand drauf.
Und den hier, den bauen wir hier hin. So. Da kommt ein Zaun hin. Hier hinten kommt ein Zaun hin. Oh yeah. Oh yeah. Kommt ein Zaun hin. Boah, das sieht jetzt ein bisschen dämlich aus. Aber kommt da so ein Ding hier hin. Und hier noch ein paar Laternen ringsrum. Das passt schon. So. Und dann stellen wir hier mal ein paar Buslinien. Linienverkehr. Alle Stellen zufügen. Natürlich stehen hier. Schade. So. Mit drei verschiedene Stops können wir natürlich hier oben noch einen machen. Nee, machen wir den hier unten. Ah, ich habe den ultimativen Trick gefunden, wie ich hier. Nee, nicht alles wegreißen, nur hier ein paar Haltestellen. Ja. Und zwar. Passt auf. Hier hin. Hier hin. Da zählt das trotzdem als eine. Finde ich immer noch besser als so. So, nee, hier. So. Dann nochmal abreißen das Ganze hier. So, und hier noch eine Haltestelle hin. Hier vorne. Bam. Upsala. So, wir die nochmal umbenennen. Nee, hier, so. Bus. Bahn. Hof. Moringen, Steig, Busbahnhof, Steig 1, Busbahnhof, Steig 2. Busbahnhof Steig 3. Kann ich das irgendwie markieren? Nee. Schade. Busbahnhof Steig 4. Das ja heißt. Ringen, Ringen am Zollhaus. Bam. Hier war gerade eine Fliege. Die habe ich nicht bekommen. Schade. Dann machen wir noch ein paar andere Haltestellen. Eventuell hier auf der gegenüberliegenden Seite. Oben. Hier machen wir natürlich eine große. So, ja. Die stattlichen müssen das schon sein.
So. So. Möchte ich mal gerne hier lang fahren. So. Hier unten rum. Und einer fährt hier lang. Und einer fährt hier lang. Dann fährt mal jemand durch das Industriegebiet. So, genau hier. Und dann tun wir ein paar Linien erstellen. Das sind dann 1, 2, 3 Linien. Genau. Tun wir hier, das ist Linie 3. Ich aber erstmal die Linie 1. Die wird ja hier starten, höchstwahrscheinlich. Dann hier rumfahren. Dann hier lang. Hier lang. Hier rum. Wieder hier rum. Oh yeah. Oh yeah, was haben wir denn? Ein neuer DSB-Litra-Waggon. Wir haben uns da angucken. Machen wir erstmal noch die Industrie. Fertig. So. Die Straße. Machen wir noch die zweite. Und zwar so. Wird dann hier lang fahren. Da. Da. Da und wieder zurück. So. Nee. Da kommt hier noch was dazwischen. Nach der Jahnstraße kommt dann dieser. Genau. Man kann ja auch noch hier halten. Wenn er möchte. Laderin vorhanden. Vollladen einer Fracht, jeder Fracht. So. Dann haben wir noch die dritte Linie und die geht von hier aus. Als erstes dahin, dann dahin, 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 dahin. Geht dann hier runter. Die Schlossstraße fährt dann durch bis zur neuen Straße Amselweg, bis er dann wieder Busbahnhof Steg 3 angekommen ist. Genau. Eine mehr, aber wir haben wieder gut Geld gesammelt. Erstmal gleich hier ein paar Straßenfahrzeuge kaufen können. So, Bus Moringen 1. Bus Moringen 2. Und upsala, da ist was abgestürzt. Hier wegmachen. Bus Moringen 3. So, so und so. Ja, ist irgendwas abgestürzt. Oh, ein Kommerzzettel abgestürzt. Upala. Aber die brauchen wir jetzt erstmal nicht. Bam. Wir kaufen jetzt Fahrzeuge. Und wir haben da jetzt bisher nur einen Passagier. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Auf die Malberg, nein, Moringen 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Auf die 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
auf die 1. So, jetzt erledigen wir das hier. Ist irgendwo ein Depot. Was hier die Linien kreuzt. Fährt er auf dieser Strecke hier? Kann er hier hochfahren? Hat er Signal? Hat er ein Depot? Ne, da stellen wir hier unten ein Depot auf. Wir haben ja gerade das Geld. Alles gut, alles gut. Alles gut. Wir können auch hier mal so weiter denken. Ne? Ist ja ein großer Bahnhof. Und wenn wir einmal die Schienen haben, können wir ja schon mal ein bisschen überlegen, wie wir die weiterführen wollen. Ich glaube, dass dort drüben, wir haben hier eine Stadt, das ist Bad Bramstedt. Ich sag mal eins, dass wir hier schon mit der Zeit ein bisschen die Spuren verkleinern müssten. Auf jeden Fall. So. Muss auf jeden Fall auch eine Weiche rein. Klappt das? Sieht so komisch aus. Guckt es euch an. Mal sehen, wie das möchte ich dann mal ausprobieren, wie das dann wirklich Auswirkungen auf manches hat. Weil hier wollte ich jetzt, ach hier hinten ist es ja, genau. Das geht ja dann irgendwie so rüber. So. So. Hier eine Möglichkeit, also noch ein bisschen weiter ziehen. So, wir sind ja gleich 1900, wenn er bald schon erste Elektrofahrzeuge hier erscheinen. So, haben wir hier noch ein schönes Hütchen. Können wir eine Linie erstellen. So, die ist noch gar nicht vorhanden. Neue Linie. Morgen. Lessingstraße, ne. Fernen. Ne, fernen.
Ach, das heißt hier unten Lessingstraße direkt, okay. Bad Aibing. Bahnhof. Bad Aibing. So, mit L. So. Können wir schon mal Bad Aibling. Ah, Moringen. Kotz und Kratz. Noch jetzt mehr. Züge kaufen. Elektrisch gibt's ja noch nichts. Dampf. Diesel gibt's auch nicht, nur Dampf. Da gibt's ja nur die hier. 45, 90, 60. Dann haben wir mit 90. Passagier Wegelchen. 6 Passagiere, 8. Ja, die kann 90 fahren. Dann haben wir die auch. 1, 2, 3, 4, 5. 30 Passagiere passen da rein. Und die setzen wir auf diesen Gleis. Perfekt. Super. Für eine schnelle Verbindung. Und auf freie Wege. Müssen wir hier wirklich noch ein paar Signale setzen. So. Die laufen ja nicht zusammen. Ja, guck mal, hier werden schon die Straßen geupdatet. Schauen wir einmal an. Fahren wir mit. Fahren wir mal mit. Ich kriege nur die falschen Tasten. Nein. Die, ja. Schön, richtig schön. Ist er auf der Spur, also müssen wir das Signal geben ein bisschen umändern. So. Hier muss ein Signal. Und
Und hier muss das wieder weg. So. Hallo, die Straßenfahrzeuge haben die Lebensdauerreich. Bling, 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 bling. 30 Millionen haben wir schon. Machen wir den Umsatz? Ja, die haben gerade viel ausgegeben, darum machen wir hier nicht so viel Umsatz. Aber das ist schon richtig krass, ne? Dann verabschiede ich mich von dieser Folge und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ciao. Tschüssi.